Wenn die Felder golden leuchten, dann ist Erntezeit. Monatelang arbeiten die Landwirte darauf hin, dann ernten sie, was später zu Brot, Alkohol und Futter wird. Felicitas Thehn ist die Foodtruckerin und immer auf der Suche nach den besten Lebensmitteln unseres Landes. In der romantischen Oberpfalz reinigt sie bei den Kümmelbauern das zuvor frisch geerntete Getreide. Und genau dort geht auch ihr größter Traum in Erfüllung. Das ist das Schönste, was ich je erlebt habe. Wirklich, wirklich, wirklich. Das Korn. Hier in der preußischen Spirituosenmanufaktur entsteht aus Getreide kostbarer Schnaps. So viel soll ich trinken? Nee. Ja, da holen wir jetzt gleich mal. Bitte sehr. Ich gebe dir das mal, ich überreiche dir das. Oder gar nicht, gar nicht. Schmilka in der sächsischen Schweiz. In der alten Wassermühle von 1665 mahlt Felicitas erst Getreide und schwitzt danach am altdeutschen Holzbackofen. So heiß. Unfassbar. Ich habe Angst, dass meine Haut gleich Blasen schlägt. Ah, es ist fertig. Die Foodtruckerin. Es ist Erntezeit. Wenn das Getreide reif ist, muss es schnell geerntet werden. Doch manchmal sind die Böden zu feucht. Dann können die schweren Erntemaschinen nicht auf die Felder. Ein Drama für die betroffenen Landwirte. Das Korn könnte nass werden und damit ihre gesamte Ernte verloren sein. So wie hier in Niedersachsen bei Hartmut und Julian Dehmann. Die beiden haben es eilig, denn noch immer steht auf einem ihrer Felder Weizen und der muss dringend geerntet werden. Aber jeden Moment könnte nach dem Sonnenschein wieder Regen folgen. Es ist dieses Jahr einfach stressig. Nichts geht mehr in Ruhe, nichts geht mehr nach Plan, sondern man fährt zum Feld hin, dann kommt der Drescher nicht, dann fährt man zum Feld hin, es fängt an zu regnen, man fährt wieder weg. Man ist auf dem Feld, hat zweimal rumgedroschen und es ist dann wieder vorbei, man fährt wieder nach Hause und dann meckert man sich gegenseitig an. Das ist in anderen Jahren, wo es wochenlang mehr oder weniger trocken und schön ist, überhaupt kein Problem. Da hat man Zeit, mal 5 Minuten ein Gespräch zu führen, 5 Minuten mal eine Flasche Cola oder Bier zu trinken. Das ist eine ganz andere Situation. Dieses Jahr immer nur Vollgas. Für Vater und Sohn zählt jetzt jede Minute. Doch wie läuft so eine Ernte ab? Felicitas ist nach Niedersachsen gereist, um genau das zu erfahren. Zu Hause backe ich ja fast täglich ein Brot. Und heute freue ich mich sehr darauf, mal zu erfahren, wie der Weizen für meinen Sauerteig eigentlich geerntet wird. Und am allermeisten hoffe ich, dass ich auch Trecker fahren darf. Hi. Hallöchen. Ich bin Felicitas. Hallo, ich bin Hartmut. Tachchen. Was machen wir denn heute? Ja, wollen wir dem herrlichen Wetter. Die Sonne scheint, ab und zu ein paar Wolken. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Und dann wollen wir heute mal tollen Weizen dreschen. An einem ganz tollen Stück am Hülseberg. Einfach rein, ja? Bereit, einfach rein. Ich soll wirklich fahren, ja? Fahrersitz, na klar. Geht lieber weg, Leute. Wirklich, ganz ehrlich. Gemeinsam mit Bauer Hartmut geht es rasant über hucklige Wiesen zum Weizenfeld, das auf einem Hügel liegt. Kann da irgendwas passieren? Nein, da kann nichts passieren. Ich sitze daneben, alles ist gut. Und ich habe die Handbremse im Griff hier, hinter mir. Genau auf deinen Kameramann zufahren, alles ist gut, ja. Nee, was mach ich denn jetzt? Sag mal, einfach den Berg runter. Alles ruhig runter. Ich hab Allrad eingeschaltet, kann nichts passieren. Wo lang dann? Bisschen weiter links, bisschen weiter links. Die Kamera umfahren, ja, da rechts, 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 bisschen weiter rechts. Ja, und dann links, da unten. Muss ich bremsen? Nein. Landwirte liefern nicht nur frische und gesunde Lebensmittel aus der Region, sie erhalten und pflegen auch die Landschaft. Doch oft liegen ihre kleinen Felder weit auseinander. Felicitas ist erstaunt, wie weit der Weg vom Bauernhof zum Weizenfeld der Dehmanns ist. Wo lang geht's? Links. Da bin ich aber dann zubereitet. Immer links, denn du verarschst mich doch. Nein. Wir sind schon im Kreis gefahren. Wir sind immer nur links davon. Ja, und jetzt fahren wir da oben geradeaus. Oder? Ja, ja. Ist keine Frage. Moderne Erntemaschinen kosten mehrere hunderttausend Euro. Das lohnt sich für viele Landwirte nicht. Am Weizenfeld wartet deshalb Mähdrescherfahrer Germut Wollenweber. Er vermietet seine Technik an die Bauern. Hallo. Na, vorstellen, Felicitas. Hi. Ich bin heute eure Erntehelferin. Auf Felicitas wartet eine große Herausforderung. Sie soll diesen fast 20 Tonnen schweren Mähdrescher selber fahren. Dass ich das noch erleben darf. Ja. Öfter was Neues im Leben. Und jetzt geh ich hier. So, komm ruhig rein. Weiß man auch nicht wohin, ne? Platz, weil es weiter guckt. Was? Ja, ist ruhig, der fährt langsam. Ist eine Arbeitsmaschine. So. Schneidwerk vorne, siehst du schon? Wir fangen jetzt hier schon an. Jetzt gibt's Gas. Jetzt gleich los. Wow! Abwürgen! Das Erntemonster lässt sich fast kinderleicht steuern. Dieser Class 96 hat 150 PS und eine Arbeitsbreite von 4 Metern.
Der geerntete Weizen landet in seinem 5200 Liter fassenden Korntank. Ist der voll, muss umgeladen werden. Es ist total aufregend, so eine Power unter sich zu haben. Außerdem kostet die Maschine 180.000 Euro, wie ich gehört habe. Ja, es macht natürlich tierisch Spaß, aber wenn ich das seit 12 Stunden am Tag machen müsste, diese Lautstärke, dann ist es total viel Staub. Irgendwie. Ich muss die ganze Zeit husten, aber es ist trotzdem ganz cool. Jetzt wird es ein bisschen schnell. Jetzt sind wir schon mal 5 Meter das Heck drauf. Gib sie mal ein bisschen zurück. Oh. Felicitas muss das Schneidwerk immer genau im Blick haben. Damit wird das Getreide abgemäht. Danach trennt die Dreschtrommel die Körner von den Halmen. Der Korntank des Mähdreschers ist voll. Felicitas wechselt nun in den Traktor. Auf dessen Anhänger kommen jetzt ihre geernteten Weizenkörner. Das Umladen geschieht während des Erntens. So geht keine kostbare Zeit verloren. So, also ich habe jetzt 4,5 Tonnen Weizen geerntet, das wären ungefähr 10.000 Brote. Ich muss sagen, dass es körperlich nicht so anstrengend war, aber geistig. Man hat einfach diese große Maschine unter sich, man möchte nichts falsch machen. Aber es hat natürlich riesigen Spaß gemacht und wenn ich darf, würde ich als Erntehelferin vielleicht nächstes Jahr wiederkommen. Ihre erste Getreideernte hat Felicitas erfolgreich beendet. Nach der Ernte muss das Korn gereinigt werden. Diesen wichtigen Schritt schaut sie sich woanders an und reist dazu in die Oberpfalz. Hier in Leuchtenburg betreiben Anja und Roman einen Biohof, den sie Kümmelbauern Ranch nennen. Sie reinigen, trocknen und lagern ihr Getreide selber. Damit stellen sie sicher, dass alles hundertprozentig bio bleibt. Auch ihre Tiere bekommen das Heu direkt vom Hof. Also wir haben mit null angefangen. Der Hof war leer. Der Vorbesitzer ist gestorben gewesen und dann haben wir den übernommen. Mittlerweile bewirtschaften wir den also auch im 9. Jahr komplett als Ökobetrieb. Wir bewirtschaften ja, 110 Hektar. Inklusive Grünland, davon also 100 Hektar Acker und 10 Hektar Grünland. Bei den Kümmelbauern herrscht Idylle pur. Die Tiere fühlen sich sichtlich wohl. Seit 2016 bewirtschaften Roman und Anja ihren Hof nach den strengen Demeter-Richtlinien. Ihnen ist es nicht nur wichtig, verantwortungsvoll mit ihren Tieren umzugehen, sondern auch Ackerflächen und Böden zu schonen und zu schützen. Wir achten bewusst darauf, dass man nicht mit zu schweren Maschinen auf dem Acker fahren, dass der Acker auch den tragfähig ist. Das heißt, also, wenn es zu nass ist, fahren wir ganz sicher nicht irgendwie mit irgendwelchen Gewichten drauf oder mit unpassenden Maschinen. Wir sehen zu, dass wir auch kein Hybridsaatgut einsetzen. Gleichzeitig müssen wir aber halt trotzdem auch davon leben können. Das heißt, wir müssen trotzdem einfach das Arbeiten und Unkräuter oder Beikräuter irgendwie in Schach halten. Anja und Roman leben biologische Landwirtschaft. Und sie lieben ihre Tiere. Dazu gehören 5 Hühner, 10 Alpakas, 2 Pferde und eine Jungrinderaufzucht. Und genau das möchte Foodtruckerin Felicitas live erleben. Lecker! Oh nein, Halle. Oh nein. Oh, das ist das Süßeste, was ich... Hey! Hallo! Hallo, Felicitas, grüß dich! Ich sterbe. Grüß dich, du darfst doch reinkommen. Wie lange ich schon davon geträumt habe, Alpakas zu sehen. Ehrlich? Ja. Du darfst ja auch gleich Heli, füttern. Heli. Grüß dich. Grüß dich. Hallo. Ist das wichtig für die Getreideernte? Alpakas, ja, ne? Eminent wichtig. Die essen nämlich auch Futter. Spucken die? Nee, ne? Doch, aber nur, wenn du sie angreifst. Guck mal. Wenn du dich ein bisschen kleiner machst, kommt sie 100 pro her und gibt dir Küsschen. Oh nein. Hallo. Das sind keine Fleischfresser, das ist die Sophie. Oh, komm wieder her. Komm wieder her. Hallo. Oh, man macht den... Die mag dich einfach anschnuffeln und anriechen. Das ist das Schönste, was ich je erlebt habe. Wirklich, wirklich, wirklich. I wonder, wonder, wonder.
So, also ich bleibe jetzt hier. Ihr könnt ja diesen Rest mit dem Fernsehteam machen. Genau. Sehen wir uns brauchen wir dich danach nicht. Aber ich bin ja tatsächlich hier, um zu sehen, was mit dem Getreide nach der Ernte passiert. Mhm. Vielleicht kann ich ja später noch mal wiederkommen. Können wir ja zum Abschluss, wenn wir mit der Arbeit fertig sind, noch mal zum Runterkommen, dann zu den Alpakas gehen. Aber ich zeige dir jetzt, wie das bei uns abläuft. Wenn wir normal mit dem Mähdrescher ankommen, wird das Getreide zuerst bei uns in den Flachlagern eingelagert, weil es einfach während der Ernte schnell gehen muss. Das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Guckst du an und dann sehen wir weiter. Alles klar. Gut, gehen wir hinter zu den Lägern. Tschüss. Guck mal das hier. Tschüss, ich komm gleich wieder. Ist kein Problem. Ja, ich komm doch. Ja. Siehst du, die wollen gar nicht, dass ich gehe. Die wissen aber, dass du wiederkommst. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so hübsch sein? Tschüss. Das ist ja krass, ne? Hey, yeah. Die Getreidereinigung ist der wichtigste Arbeitsschritt vor der Einlagerung und Futteraufbereitung. Zuerst muss Felicitas dazu das frisch geerntete Getreide aus dem Lager holen. Schlepper fahren tust du mit Anja. Genau. Die erklärt das am besten. Ja. Das heißt, ich bitte dich jetzt erstmal auf den Fahrersitz. Ich fahr? Du fährst. Ich erkläre dir das. Und du fährst. Das heißt, wir beladen jetzt zusammen. Ja, mit Federung. Ja, logisch. Okay. Schön. Dann. Sonst nur mit Männern. Finde ich gut. Du hast schon ein bisschen Schleppererfahrung? Und ob Felicitas Schleppererfahrung hat? Gerade erst hat sie einen tonnenschweren Mähdrescher gefahren. Gemeinsam geht es jetzt zum Getreidelager. Hier belädt Felicitas die Schaufel mit noch nicht gereinigter Gerste. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn das kostbare Getreide hat einen langen und mühevollen Weg vom ersten Saatkorn bis zum geernteten Getreide hinter sich. Genau, es ist einfach steckelgrad, so wie du reingefahren bist, fährst du wieder raus. Steckelgrad. Das ist schon bei euch flipper aus, wenn man nur so wenig Zeit hat. Ich habe immer Angst, dass das Ding hinten oben überkippt, aber es macht es natürlich nicht. Macht es gar nicht. Das ist auch der Grund, weshalb man nicht ganz so viel da vorne rein tut. Im Rückwärtsgang geht es nun vom Getreidelager zum Vorratsbehälter der Reinigungsanlage. Darin werden später kleine Steine, Stroh und andere Fremdkörper ausgesiebt. Fahr mal gleich hoch und dann hast du nämlich, dann siehst du auch den Trichter besser und weiter. Und du musst schon richtig ganz parallel vor den Trichter hinfahren. Noch höher. Ja, genau, super. Genau, und richtig schön, dass du mittig davor stehst. Naja, das ist doch so wie gelernt. Genau. Langsam füllt sich der Sammelbehälter. Dass so ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb sein Getreide selber reinigt, ist eher ungewöhnlich. Aber Anja und Roman können dadurch sicherstellen, dass ihr Getreide hundertprozentig bio ist. Wir haben jetzt die Gerste da in den schon eingeladen und wollen jetzt die Gerste reinigen. Das ist bei uns eigentlich was ganz Besonderes, weil die meisten Betriebe reinigen gar nicht selber ihr Getreide, sondern liefern das dann ins Lager an und dann ist gut. Und wir tun eben selber trocknen und reinigen das selber. Okay. Und da würde ich dich gerne dazu einladen, das mit mir zusammen zu machen. Und reinigen heißt aber nicht, den Dreck wegzumachen, sondern quasi die Hülsen, oder? Nein, doch, heißt tatsächlich den Staub und die Unkrautsamen und die ganz kleinen Getreidekörner. Die Braugerste muss ja eine Siebung von 2,5 mm haben. Und genau diese Siebung, die werden wir jetzt hier machen. Das heißt, alles, was kleiner als 2,5 mm ist, wird ausgesondert. Wenn es sehr dreckig ist, landet es geradewegs auf dem Misthaufen. Und wenn es noch schönes sogenanntes Siebgetreide ist, kann man das noch als Viehfutter verwenden. Aber für Braugerste geht nur das, was größer als 2,5 mm ist. Okay, gut. Dann legen wir los, oder? Ja, let's go. Das dreckige Getreide wird nun durch dieses Rohr in die Reinigungsanlage gefördert. Wie viel schafft die Maschine in einer Stunde? Und 2 Tonnen vielleicht, 1,5 bis 2 Tonnen. Hier wird zuerst alles, was größer oder kleiner als ein gesundes Getreidekorn ist, sorgfältig in mehreren Schritten ausgesiebt. Danach sortiert die Maschine leichtere Teilchen wie Stroh oder Staub aus. Sieht gut aus.
Immer wieder muss die empfindliche Maschine kontrolliert werden, denn selbst kleine Fremdkörper wie Steinchen können das Gerät zum Stillstand bringen. Und da unten kommt die saubere Gerste jetzt raus. Ja, was passiert denn damit? Genau, also die saubere Gerste wird mit diesem Schneck quasi drüben in die Kippwaage reingeleitet. Ja. Und aus der Waage geht es dann in das mittlere Silo dahin. Und da wartet es dann, bis der Kunde kommt? Da wartet es dann, bis die Brauerei sagt, so, wir wollen jetzt deine Biogerste haben. Genau. Wir gehen jetzt hoch, gucken, wir lassen das jetzt mal laufen und schauen, wie viel aus dem Trockner schon raus ist. Okay. Ich gehe mal vor. Ja. Lass mal seinen Kopf auf. Ja. Genau, also wir gucken im Prinzip jetzt, wie es hier schön nachläuft. Das Silo war ja hier bis ganz, also der Trockner war bis ganz oben voll. Ja. Und ich gucke immer ganz gerne, dass man einfach schaut, ist schon, läuft alles schön nach und wie viel Platz ist wieder für das Nächste. Ist schon dreckig, die Gerste, ne? Also viel Anmaßzeug dabei. Genau, das siehst du super, den Unterschied, wie sie hier ausschaut und wie schön sauber sie dann aus der Reinigung rauskommt. So soll es ja sein. Ja, und andere Bauern geben das Ganze so dreckig ab? Genau, die geben das so ab, weil die lassen das dann woanders machen. Und warum macht ihr das selbst? Weil wir gesagt haben, wir wollen so selbstständig, also so autark wie möglich sein. Und weil wir das einfach auch für die Kräuter, diese Nacherntetechnologie brauchen, das Trocknen und das Reinigen, weil das kann so ein großes Lagerhaus einfach gar nicht machen. Aber ihr habt ja nicht nur Gerste, oder? Ihr habt auch Dinkel. Wir haben auch Dinkel, genau. Und ich würde ja gerne Dinkelbratling für euch machen. Und da würde ich mich freuen, wenn ich gereinigten Dinkel kriegen würde. Ja, den kriegst du. Der Dinkel ist geschält und gereinigt. Und den würde ich dir dann gerne holen. Sehr, machen wir so. Hast du ein bisschen Hunger? Aber hallo. Ich mache heute Dinkelbratlinge und zwar werde ich die ein bisschen indisch würzen, weil die zwar natürlich nicht nur gutes Getreide haben, sondern auch tolle Gewürze, wie zum Beispiel Koriander. Also ich bringe dir mal hier den Dinkel. Erstmal siehst du, wie der Dinkel ausschaut, wenn er frisch aus dem Mähdrescher kommt. Der ist jetzt noch im Spelz, so willst du ihn mit Sicherheit nicht verwenden. Und schält ihr den auch? Den schälen wir nicht selber, sondern den lassen wir in der Mühle schälen, in einer echten, also 100% Biomühle. Und die macht die Spelzen weg und dann kommt... Warte. Dieser Dinkel hier zustande. Das sieht besser aus. Warte, ich hole mir mal eine Schüssel. Ich stelle den mal rauf, oder? Hast du schon mal Dinkelbratlinge gemacht? Nein, ich habe die noch nie gemacht und bin gespannt, wie das dann ausschaut. Das Lustige ist ja, dass dein Mann vorhin zu mir gesagt hat, ob bitte nichts Vegetarisches. Ich hoffe, dass ich ihn damit überzeugen kann. Ja, ich auch. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer Dreiviertelstunde, dann gibt's Essen. Passt. Okay, super, freue mich schon. Die Dinkelkörner werden zuerst von Felicitas mit einer Küchenmaschine mittelgrob geschrotet. Dinkelbratlinge sind ja eigentlich so ein bisschen als so ein Öko-Essen verschrieben. Ich glaube auch ein bisschen out. Aber ich möchte dem Ganzen eben durch diese indischen Gewürze so ein bisschen Pep geben und hoffe, dass es dann sogar Roman schmecken wird. Die Körner sollen später noch aufquellen. Wie in jedem guten Frikadellenteig kommt auch in die Dinkelbratlinge eine Zwiebel. Zu den Dinkelbratlingen gibt es dann noch so eine indisch gewürzte Tomatensauce und ein bisschen Feta-Käse. Die Zwiebeln in Butter leicht andünsten. Währenddessen schneidet Felicitas eine Knoblauchzehe. Jetzt den Dinkelschrot dazugeben und das Ganze mit Gemüsebrühe ablöschen. Wasser geht natürlich auch, aber Gemüsebrühe ist viel aromatischer. Jetzt mache ich die Tomatensauce. Und zwar brauche ich dafür wieder Zwiebel. Es wird ja eine indische Tomatensauce oder eine indisch gewürzte Tomatensauce. Deswegen kommt jetzt aber Ingwer mit rein. Und zwar schäle ich Ingwer nicht, sondern beschreibe ihn immer einfach nur. Nun ist die indische Gewürzmischung an der Reihe. Dafür getrockneten Koriander, Fenchel, Salz, einige bunte Pfefferkörner zusammengeben und zerstoßen. In die Pfanne damit und anschließend etwas Zimt, ein Lorbeerblatt und Kreuzkümmel dazugeben. Dann habe ich von Roman noch so ein verrücktes chilenisches Chilipulver bekommen. Ich hoffe,
Es wird uns nicht alle wegfetzen. Das kommt auch noch dazu. Mit den Alpakas. Das Ganze lösche ich jetzt ab. Und zwar mit passierten Tomaten. Damit die Soße schön cremig wird, gibt Felicitas etwas Mandelmus dazu. Gerade für Veganer ein echter Tipp. Nun alles schön köcheln lassen. Der Dinkel ist jetzt schön gequollen, den werde ich ihn jetzt abgießen. Damit das Ganze so richtig gesund wird, reibt Felicitas noch eine Karotte mit hinein. Dann Petersilie hacken und den Dinkel abgießen. Natürlich darf etwas Zitronenabrieb nicht fehlen. In den Dinkelteig kommt zusätzlich Feta-Käse. Natürlich gehen auch Bergkäse, Gouda oder Parmesan. Dazu noch ein Ei und alles gut vermengen. Nun daraus die Bratlinge formen. Damit das Ganze richtig schön knusprig wird, kommt außen so ein bisschen Paniermehl dran. Die Dinkelbratlinge sind ein leckeres vegetarisches Gericht. Wer nicht auf Fleisch verzichten möchte, kann dazu die Bratlinge auch als Beilage servieren. Jetzt brate ich meine Bratlinge. Bratlinge braten. Auch schön. Und zwar nehme ich da erstmal normales Öl. Jetzt von beiden Seiten schön knusprig anbraten. Später kommt dann noch ein Stück Butter hinzu. Die Tomatensoße samt Dinkelbratlingen und Feta-Käse anrichten. Zum Schluss noch gehackte Minze und Petersilie als Deko darüber streuen. Anja, Roman, der Hahn kräht, es ist fertig. Dinkelbratlinge à la Foodtruckerin. Mit einer indisch gewürzten Tomatensoße. Zum Anbeißen lecker. Willkommen. Hier ist Werkzeug. Boah, guck mal, was ich aus einem Dinkel gemacht habe. So was riecht gut. So was habe ich noch nie gesehen. Am besten einmal mit alles. Nein, zuerst will ich möchte zuerst mal nur den Bratling probieren. Du hast ja schon vorher gesagt, ich has nicht unbedingt vegetarisch essen. Als Beilage vielleicht. Du wirst mich zwar nie zu einem Vegetarier erziehen, aber das ist richtig gut. Da brauche ich kein Fleisch dazu. Yes! Danke. Ja, vielen, vielen Dank für diesen tollen Tag bei euch. Ich bin ganz, ganz selig. Und ich meinte das ernst, ich würde echt gerne wiederkommen. Wirklich, das war so schön bei euch. Du bist herzlich eingeladen. Und das sage ich nicht zu jedem. Super schön. Von Bayern in die Hauptstadt. Die preußische Spirituosenmanufaktur, Tradition seit 1874. Selbst die Schnapsflaschen stehen hier in Reih und Glied. Spezialität des Hauses, das gute alte Kochen. Wie man Getreide erntet und Mähdrescher fährt, weiß ich ja jetzt. Aber man kann aus Weizen natürlich nicht nur Mehl machen, sondern auch hochwertigen Korn brennen. Und wie das geht, schaue ich mir jetzt mal an. Das ist ja wirklich ein sehr aufregender Ort hier in Berlin-Wedding. Wo sind wir denn? Wir sind in der preußischen Spirituosenmanufaktur. Es ist tatsächlich etwas ganz Besonderes hier. Es ist eben hervorgegangen aus einer Versuchs- und Lehranstalt. Es ist eben teilweise tatsächlich auch noch ein Lehrbetrieb hier. Es werden immer wieder Lehrlinge ausgebildet, die dann Destillateure werden. Per preußischer Kabinettsorder wird 1874 die Errichtung der Versuchs- und Lehranstalt für Spiritusfabrikation beschlossen. Kaiser Wilhelm I. ging hier damals ein und aus. Es wurde probiert, versucht und geforscht. Apropos Forschen, vielleicht können wir mal was kosten. Ja klar, also wenn, dann natürlich hier sofort das Korn. Ich hol mal die Schöpfkelle. So am frühen Morgen kleine Schnäppchen, ja, ne? Ist genau. Ja so. So. So viel soll ich trinken? Nee. Ja, da holen wir jetzt gleich mal.
Bitte sehr. Ich gebe dir das mal, ich überreiche dir das. Oder gar nicht, gar nicht. Kann man das ins Glas füllen? Soll ich das wirklich aus der Kelle nehmen? Ja, so macht man das. Ja, ja, klar, natürlich. Quatsch. Ja, ja, also der richtige Brenner trinkt das gleich aus der Kelle. Es riecht auf jeden Fall viel aufregender als... Ja, es ist aromatischer, es wird nicht fruchtig so hoch. Riecht es. Gebrannt wie Wodka zum Beispiel und deswegen hat man eben dieses Aroma eben vom Ausgangsmaterial eben diese, und durch die Lagerung kommen eben diese Fruchtester dazu, die das eben so schön rund machen. Und dann Prost, ne? Ist ja jetzt so. Und, was sagst du? Ist doch mild, oder? Naja. Mild, ja, sehr, also auch wirklich fruchtig und es passiert auch was, also viel mehr als den Sprit, den man aus dem Supermarkt kennt. Sehr mild tatsächlich. Ja, 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 das ist extrem mild, also das ist eben wirklich... Also die 38 Umdrehungen schmeckt man nicht. Ja, pass auf. Vielleicht, wenn ich die ganze Kelle leeren würde. Genau, aber du darfst es ruhig austrinken. Also nicht, ich meine nicht das Fass, sondern die Kelle. Wie viel sind hier drin, wie viele Liter? Da sind 150 Liter drinnen. Das 6 Monate gereifte Doppelkorn hat Felicitas nun probiert. Doch die wahre Spezialität wartet noch auf sie, das alte Korn. Dieser Weizenbrand wurde, so wie auch Whisky, in alten Eichenfässern gelagert. 5 Jahre lang. Ein geschmackliches und, wie Felicita schnell bemerkt, hochprozentiges Feuerwerk. Kaiser Wilhelm wäre begeistert gewesen. Dieses Produkt könnte man als Wodka verkaufen. Ist komischerweise so, dass die Auflagen für Korn viel strenger sind als für Wodka. Es dürfen eben nur 5 verschiedene Getreidesorten für Korn verwenden. Es darf eben nicht nachgezuckert werden. Es darf nicht aromatisiert werden nach dem Brennen. Alles samt Sachen, die erlaubt sind bei Wodka. Deswegen kann man so grob sagen, viele Kornbrenner können sich Wodka nennen, aber kaum Wodkas dürfen sich Korn nennen. Umgekehrt ist hier ist wiederum so, dass das eigentlich ein Whisky ist, eben über 3 Jahre im Fass gelagert, ein Getreidebrand. Also das ist sozusagen etwas, was eben, wo sich eben die Kategorien stark überschneiden. Aber für uns war das eben ganz wichtig, das eben nicht als Whisky zu vermarkten, was ja sehr viele auch in Deutschland tun, sondern eben als fassgelagerter Kornbrand, eben um diese Kategorie Korn wieder zu einer gewissen Qualität zu verhelfen, zu einem gewissen Image zu verhelfen. Felicitas möchte heute einen wahren Klassiker kochen. Und was passt da besser als das alte Korn? Ebenfalls ein Klassiker. Ich werde mit diesem tollen Korn jetzt Pfirsiche flambieren. Dazu gibt es Crepe und Vanillecreme. Los geht es mit dem Crepe-Teig. Mehl ist die erste Zutat dafür. Ein bisschen Zucker. Eine kleine Prise Salz, wie immer bei süßen Sachen, muss natürlich auch ein bisschen Salz dazu. Und jetzt rühre ich die Milch ein. Natürlich dürfen auch Eier nicht fehlen. Das ist jetzt ein ganz normales, klassisches Crêpe-Rezept, wie es wahrscheinlich in jedem französischen Haushalt 2 bis 7 Mal die Woche gekocht wird. Ich gebe noch ein ganz bisschen flüssige Butter dazu. Das Ganze lasse ich jetzt ungefähr eine halbe Stunde stehen und in der Zeit kümmere ich mich um die anderen Sachen. Und zwar habe ich hier Pfirsiche. Man kann natürlich auch Nektarinen nehmen, wenn einen die fusselige Haut stört, aber ich esse irgendwie lieber Pfirsiche. Vielleicht bekommt man dann ja auch so schöne Pfirsichhaut, wenn man ganz viel davon isst. Ich war total überrascht darüber, wie gut Korn schmecken kann. Irgendwie ist es eigentlich als arme Leute Oma-Getränk verschrien, was für wenig Geld an der Kasse gibt. Aber hier war es echt richtig lecker und richtig hochwertig. Schön, wenn Menschen einfach ein Produkt so sehr verfeinern. Als nächstes kreiert Felicitas eine schnelle Vanillecreme. Dafür Creme fraiche und das Innere einer Vanilleschote verrühren. Dann mache ich noch etwas Zucker dazu. Und wie könnte es anders sein? Noch ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Zitronenabrieb. Und schon am Anfang wirklich die schnellste und leckerste Creme der Welt. Yeah.
alles kräftig verrühren. Und fertig ist Felicitas schnelle Vanillecreme. Zeit für die Crêpes. Crêpes werden traditionell eher hell gebacken, deswegen mache ich den Herd oder den Gaskocher nur auf halbe Hitze. Jetzt kommt der Crêpe-Teig rein und wird dünn ausgeschwenkt. Und das ist ja genau der Unterschied zwischen Pfannkuchen oder Eierkuchen und Crêpe, dass sie einfach viel, viel zarter sind. Und jetzt mache ich den absoluten Crêpe-Trick. Können wir ja rausschneiden, ne? Achtung, Theo, nur für dich! Lief die Kamera? So, und jetzt kommen wir zum schönen Teil des Ganzen. Und zwar werden wir jetzt flambieren. Ein bisschen Zucker in die Pfanne geben und warten, bis er so langsam braun wird. Karamell ist ja nicht so einfach. Ich streite mich auch oft mit Karamell. Ich habe jetzt einfach festgestellt, dass es am besten ist, wenn man es einfach in Ruhe lässt. Nicht mit dem Löffel rühren, weil dann bleibt alles kleben. Einfach warten. Geduld ist nicht meine Stärke, aber bei Karamell muss es sein. Braune Pfannen sind für Karamell auch nicht optimal, glaube ich, weil man kann gar nicht sehen, ob es schon braun ist. Wenn der Zucker so richtig schön hellbraun ist, kommt noch ein Stück Butter dazu. Und dann gleich unsere Pfirsiche. Was auf keinen Fall fehlen darf, ist der Saft von einer Orange. Das Rezept ist so ein bisschen angelehnt an den klassischen Crêpe Suzette, der eine Zeit lang total en vogue war, wo dann der Kellner kam und mit der weißen Tischdecke am Tisch flambiert hat. Ich glaube, das macht man heute gar nicht mehr, oder? Vielleicht noch in Paris, in der Nähe von Montmartre oder so. Zum Würzen gibt Felicitas noch eine kleine Prise Zimt dazu. Alles miteinander verrühren und bei kleiner Flamme einköcheln lassen, sodass die Pfirsiche schön weich werden. Jetzt haben die Pfirsiche leicht vor sich hingeköchelt. Dann kommt jetzt der Korn dazu. Oder das Korn. Hä? Der Korn. Oh, wie man sieht, dauert Flambieren genauso lange, wie es ist, weil wenn der Alkohol weg ist, dann ist das Feuer auch aus. Würde ich das jetzt so ein bisschen rough anrichten, dann natürlich was von dieser köstlichen Kornsoße. Oh, richtig schön karamellisiert, bisschen Vanille und zu guter Letzt eben noch ein bisschen was von dieser cremigen Vanillesoße. Die Wespen haben auch Bock drauf. Und weil wir ja tatsächlich ein bisschen oldschool unterwegs sind, darf auch das Minzblatt nicht fehlen. Bitte schön. Voilà, ein echter Klassiker. Französischer Crêpe mit flambierten Pfirsichen und Vanillecreme. Umgeben von einem Hauch des alten Preußen. Theo! Ah, das sieht aber köstlich aus. Quasi zweierlei vom Weizen, Crêpe und Korn. Oh Mann, ja, das ist ja unterschiedliche Formen des Weizen. Ja, und das darf ich jetzt verkosten? Ja, unbedingt. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kannst ja mal gucken, ob ich dein Korn richtig in Szene gesetzt habe. Mm. Schmeckt sehr, sehr gut. Ja? Ja, ja. Und man merkt sogar, dass Karamell, das flambiert wurde, sehr gut. Sehr gut. Mhm. Ich finde auch, dass der Korn tatsächlich auch noch gut rauskommt. Also er ist gar nicht verloren gegangen. Es gibt so eine richtig würzige Note. Mhm. Ja, absolut, absolut. Also gerade, ich werde nochmal bei den Pfirsichen probieren. Dann kann ich das dann wahrscheinlich noch besser beurteilen. Mhm. Ich danke dir für diese tolle Erfahrung heute und für. Ja, ich danke für dieses wunderbare Gericht. Ja, eins nicht ohne das andere, würde ich sagen. Ne?
Und ich würde sagen, ich mache mir jetzt noch einen gemütlichen Abend am Kamin. Mach mal. Vielen Dank. Ich danke dir, vielen Dank. Ja, war super. Felicitas hat nun schon Getreide geerntet und gereinigt und sogar mit Kornschnaps gekocht. Als nächstes möchte sie Getreide mahlen, und zwar ganz traditionell in einer Mühle. Dazu fährt sie in die sächsische Schweiz. Hier, in dem kleinen Ort Schmilka, gibt es eine alte Wassermühle von 1665. Und die arbeitet immer noch. Angetrieben wird das Wasserrad der Schmilkaer Mühle vom Wasser des Ilmenbachs. Ein kleines Wehr staut dazu das Wasser des Bachs und leitet es über einen Kanal in einen aus Holz errichteten Mühlgraben ab. Trifft das Wasser dann auf das Mühlrad, läuft es in die insgesamt 40 Zellen und setzt es in Bewegung. In dem kleinen Ort an der Elbe wird die Tradition des alten Müllerhandwerks mit Liebe und Leidenschaft gepflegt. Ich bin heute in Schmilka in der sächsischen Schweiz und hier darf ich selbst Mehl mahlen. Und zwar bei diesen Herren, glaube ich. Hi, Felicitas. Hallo, ich bin der René. Hallo. Was machen wir heute? Wir malen hier ein Dinkelmehl. Aha. Und was möchtest du denn aus dem Dinkelmehl machen? Ich möchte so eine Art Flatbread machen. Ja, da möchten wir zuerst den Ofen anzünden. Okay. Weil das dauert eine Weile. Okay. Und ja, der Ofen ist gleich da drüben. Okay. Dann komme ich gleich wieder. Ich muss erst noch mal anschüren. Ja. Gut. Ich folge dir. Dann. Die beiden Müller arbeiten auch in der Bäckerei gleich gegenüber. Und hier wird noch so gebacken wie vor 200 Jahren. So, dann haben wir hier unseren altdeutschen Backofen. Wow. Der wird direkt mit Holz befeuert. Das heißt, okay, in der Etage muss Holz angezündet werden. Das dauert ca. 2 Stunden, bis das Holz abgebrannt ist. Dann wird die Glut gleichmäßig in der Backetage breitgezogen, damit sich die Hitze gleichmäßig verteilt. Krass. Und dann kann man damit backen. Und wie heiß wird der Ofen dann ungefähr? So ca. 450 Grad. Ah ja, dann geht's schnell. Ziemlich. Okay. Ja los, erzähl mir, was ich tun kann. Machen wir erstmal auf. Ja. Das sehen wir hier. Das Holz schon ordentlich reingestapelt. Dann müssen wir die Zugänge zur Esse aufmachen. Mit Luft drankommen. Damit die heiße Luft abziehen kann, sonst ersticken wir hier drin. Das wäre nicht so schön. Okay. Oh. Genau. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Sag mal, was ich tun kann. Dann den Haken nehmen, diese Klappe rausmachen, damit Luft von unten rankommt. Wo leg ich die hin? Oder einfach nach vorn ziehen. Die geht schon los. Ah ja. Und jetzt? Ziehen. Also gar nicht heiß. Ach so, okay, noch es ist heiß, heiß, aber okay, es geht. Kaum angefangen hat Felicita schon schmutzige Hände. Nun muss das Buchenholz noch angezündet werden. Das war's. Ich habe Feuer gemacht. Der Holzbackofen kommt langsam auf Betriebstemperatur. Zeit, die Wassermühle kennenzulernen. Da gucken wir mal, wie weit das Mehl ist. Die Mühlen malen schon, so sieht's aus. Jawohl. Darf ich hoch zu dir kommen? Natürlich. Du musst aufpassen, dass dir eine reingerätst. Das bleibt nicht gleich stehen. Okay, erzähl mal. Hier ist unser Dinkelkorn drin. Das rutscht im Normalfall auf diese Rüttelplatte. Und dann von dieser Platte aus zwischen die zwei Mühlsteine. Und womit wird die jetzt betrieben, die Mühle? Nur mit Wasser. Das Wasserrad ist hier hinter der Wand und hier ist das große Antriebszahnrad. So, und jetzt war das etwas zu eng. Woran merkst du das jetzt? Wenn die Steine zu enge sind und zu viel Getreide dazwischen, bleibt die Mühle stehen. Das ist okay. Da muss man ab und zu mal etwas nachregeln. Gibt es irgendwas, was ich tun kann? Jetzt eine halbe Umdrehung, die Richtung. Die Kraft, die das Wasserrad liefert, treibt das Mahlwerk an. 6 bis 8 Umdrehungen schafft es pro Minute. 2 Granitsteine mahlen in aller Seelenruhe aus Korn Mehl. So wie schon seit Hunderten von Jahren. Zusätzliche Energie ist nicht notwendig. Wo nimmt ihr das Korn her? Das kriegen wir geliefert von einer großen Mühle aus Thüringen. Bio?
Alles Bio. Alles Bio. Was anderes darf hier gar nicht sein. Ich möchte mal sehen, wo das Mehl rauskommt jetzt. Na, dann müssen wir die Treppe runter gehen. Ja. Kann man das jetzt einfach so stehen lassen? Das kann man alles so stehen lassen. Jetzt hat es sich eingebegelt. Da brauchst du immer eine gewisse Zeit. Und jetzt läuft die. Das klingt irgendwie total andächtig hier, finde ich. So dieses gleichmäßige. Sehr grob, damit das kann ich noch nicht backen. Das müssten wir dann noch mal durchlassen, bis es noch feiner wird. Also es wird dann zweimal durchgelassen sozusagen. Mindestens zweimal muss es durchgehen durch die Maschine, sonst kann man kein Mehl produzieren. Während die Mühle fleißig dabei ist, aus Korn feines Mehl zu mahlen, steigt aus dem alten Holzbackofen schon kräftiger Rauch auf. So, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie die Glut aussieht. Und dann kannst du direkt die Glut breitscheichen. Ach so? Alter. Bis nach hinten. Ich muss bis ganz hinten. Alter. Ach, Schwitze, halt mal. Ausziehen. Ist jetzt so. So heiß. Unfassbar. Ich hab Angst, dass meine Haut gleich Blasen schlägt. Was schätzt du, wie heiß es sein könnte? Also hier ist auf jeden Fall heißer als in jeder Sauna, in der ich je war. Dann gucken wir noch mal. Oh. Unfassbar. Was schätzt du? 500 Grad? Ja. Hier? Nee, der untere Schamottstein hat jetzt 500 Grad, 520 Grad. Ich glaube, das ist fast ein bisschen zu heiß für meinen Dinkelpizza. Könnte unter anderem vorkommen. Aber es ist ja auch noch gut drin, wenn es gut rauskommt, fällt ja die Hitze wieder. Ne? Okay, ich muss ja jetzt eh noch den Teig machen. In der Zeit kann der Ofen ja noch ein bisschen runterkühlen. Das ist korrekt. Und dann komme ich einfach nochmal wieder. Jawohl. Boah. Und zumachen wieder, sonst geht die Hitze raus. Oh, ja, ja. Hast du jetzt noch ein Blech für mich, womit ich meinen Teig transportieren kann? So, wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg. Danke. Tschüss, bis gleich. Bis nachher. Felicitas ist von so viel traditionellem Handwerk begeistert. Durch die romantischen Gassen geht es nun zu ihrem Foodtruck am Ufer der Elbe. So. Ich mache aus dem Mehl jetzt ein Dinkel Flatbread. Mit einer Erbsencreme und gebratenen Pfifferlingen und Speck. Als allererstes beginne ich mit dem Teig. Ich habe hier mein selbstgemahlenes Dinkelmehl. Jetzt ist es auch ganz fein im Gegensatz zu vorhin. Da ich meinen Sauerteig von zu Hause nicht mitgenommen habe, brauche ich Hefe. Die Hefe kann direkt zum Mehl gebröckelt werden. Dann Salz, etwas Thymian für das Aroma und schließlich Wasser hinzugeben. Der Teig soll sich schön von der Schüssel lösen, aber er darf natürlich auch nicht zu trocken sein. Das Wasser nach Gefühl hinzugeben, denn das Vollkornmehl nimmt ziemlich viel davon auf. Danach den Teig auf der Arbeitsfläche kräftig kneten. Ich finde es irgendwie so verrückt, weil Brotbacken ist ja eine der ältesten Sachen der Welt und irgendwie haben wir das verlernt. Kein Mensch weiß mehr, wie richtiges Brot funktioniert, was eigentlich ein Sauerteig ist, wie es geht. Und wie gut es eigentlich auch schmeckt, sondern viele kaufen eben im Supermarkt ihr Brot. Dabei ist es schön mal zu wissen, wie sich das anfühlen muss und wie viel Arbeit da drin steckt, damit man auch das Brot zu schätzen weiß, weil es wird so viel Brot weggeschmissen heutzutage, weil es einfach auch ein günstiges Lebensmittel ist, was total schade ist. Und wenn man es einmal selbst gemacht hat und weiß, dass ein Sauerteig Brot 24 Stunden dauert, dann schmeißt man es nicht mehr weg. Der Teig ist jetzt wunderschön glatt, klebt nicht mehr, ist schön weich, dann darf er jetzt ruhen. Und nun die Erbsencreme. Man kann ruhig Tiefkühlgemüse nehmen. Es wird eigentlich immer erntefrisch eingefroren und es ist so schön grün. Zuerst eine Schalotte und Knoblauch grob schneiden, das Ganze kurz mit Butter anschwitzen, die Erbsen, Sahne und etwas Creme fraiche dazugeben. Vorsichtig verrühren und mit Pfeffer, Salz und Zitronensaft würzen.
dann die Pilze vorsichtig putzen. Jetzt brauchen wir noch den besten Freund von Pilzen. Zumindest in meiner Welt. Und zwar ist das Speck oder Schinken. Ich habe hier so einen wunderschönen Schinken aus Dresden. Vom Schinken dünne Scheiben schneiden. Diese werden später separat gebraten. Zeit für die Erbsencreme. Ich nehme jetzt den Pürierstab und gebe ihm. Das ist jetzt quasi deutsche Guacamole, ne? Kann man sagen. Jetzt etwas Butter und den Schinken in die Pfanne geben und schön knusprig anbraten. Danach separat die Pfifferlinge und eine gehackte Schalotte zusammenbraten. Felicitas Geheimtipp: Dill passt perfekt zu Erbsen. Ich werde diese ganzen Sachen gleich mit in die Backstube nehmen. Die Pilze, den Speck, die Erbsencreme. Und dann kommt das nachher alles frisch auf den gebackenen Fladen. Den muss ich allerdings noch ausrollen. Let's roll. Let's roll. Let's roll. So, jetzt nehme ich mein ganzes Geraffel und ab in die Backstube. I'm walking, here's the need, I'm talking. When you and me, I'm hoping that you come back. Ich fühle mich wie so eine Inderin, die so das große Nahenbrot in die Dorfmitte trägt. I'm walking, here's the need, I'm talking. When you and me, I'm hoping that you come back to me. Da bin ich wieder. Und hat alles geklappt? Ja, guck mal. Ach, wunderbar. Richtig schön und groß. Sieht gut aus. Das müssen wir jetzt nur noch backen. Ist der Ofen heiß? Dann, jawohl. Ja? Rein, ab rein damit. Bin gespannt. Mit dem Blech, ja? Mit dem Blech. Schieben wir einfach rein. Hier unten? Ja, erstmal Blech aus der Hand, Ofen aufmachen. Sonst. So macht man's, ja? Jawohl. Arbeitssicherheit. Alles klar. Einmal auf, eine ganz Klappe ordentlich. Reicht. Eine Klappe reicht. Okay. Und ordentlich mit ein bisschen Schwung, dass es ungefähr in der Mitte von der Etage landet. Auf drei, ja? Auf drei. Eins, zwei und drei. Der altdeutsche Backofen sorgt nicht nur für Hitze, sondern auch für Gemütlichkeit. Felicitas wird es ganz warm, ums Herz. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Ofen. Warum? Ich finde es irgendwie so ursprünglich, mit Feuer zu arbeiten, ist cool. Hätte ja, ich einen Garten, würde ich mir einen kleinen jede, Ofen zimmern. Macht jede Menge Arbeit, ne? Ja, also, ich glaub's. Der Ofen muss halt auch jeden Tag befeuert werden. Er darf ja nicht wirklich komplett auskühlen. Er muss immer auf einer gewissen Mindesttemperatur gehalten werden. Auch nachts. Also wenn wir frühs anfangen, hat er meistens so 120 bis 150 Grad noch. Warum darf der nicht auskühlen? Weil man dann erstmal wirklich extrem viel Holz reinschieben kann, dass da durchgeheizt wird. Weil sonst ist die Hitze ruckzuck wieder raus aus der Bagetage, wenn man die einmal drin hat. Und warum rüstet ihr nicht einfach um auf Elektroofen? Ja, weil wir uns hier einen Schmilger auf die Fahne geschrieben haben, ursprünglich und traditionelles Handwerk zu fördern und auszuüben noch. Und deswegen backen wir auch noch mit Holz. Einfach, weil es auch ein viel urigeres Gefühl ist, wenn man jetzt hier reinkommt und man sieht direkt den Holzofen, der strahlt Hitze ab. Und man sieht hier dann direkt die Backwaren, Kuchen, Brote. Und das macht einfach viel mehr her, als wie wenn einfach bloß ein Elektroofen, was schon im Gegensatz dazu schon fast klinisch sauber ist. Meinst du, man schmeckt es auch? Man schmeckt es auch, man hat gewisse Flugaromen drin, gerade durch die Buche. Ja, wie halt in einer Räucherkammer, wenn es halt in Buchen oder Birke geräuchert ist, schmeckt man das auch. Und man hat hier halt auch ein leicht rauchiges, gerade bei dem Brot, was relativ stark abgeröstet ist, merkt man das auch, den Unterschied. Okay, ich gucke. Ich muss ja mal gucken, hier das Ganze. Jetzt sieht es doch schon gut aus. Ah, es ist fertig! Wunderbar. Halt. Was ist denn jetzt? Wieder absetzen. Gottes Willen. Mädel, wo haben wir denn den zweiten? Was ist denn den zweiten? Na, ich hab einen. Na dann. Hier ablegen auf der Ofenkante. Abstellen. So, ja. So zum Beispiel. Oh, ich freue mich. Kann ich so draufstellen? Kannst du draufstellen. Okay. So habe ich es mir vorgestellt. Wunderbar. Dann würde ich es jetzt hier runternehmen. Ja. Oh, schön crunchy und crispy. So. Guck mal, ein riesengroßes Flatbread. Pass auf, jetzt habe ich mir so gedacht. Ja? Wir brauchen was Cremiges. Mhm. So, wenn wir es jetzt einfach hier verteilen. Ja. Nicht zu geizig, soll ja schön
saftig sein. Ja. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Das riecht gut. Das riecht gut, ne? Ja. Und die Farbe ist so geil. Es ist ordentlich abgeröstet, ja. Ich habe schon gesagt, das ist ein bisschen die deutsche Guacamole, die wir jetzt hier drauf machen. Mhm. Dann haben wir hier unsere gebratenen Pfifferlinge. So, dann haben wir hier. Alles wird besser mit Bacon. Ist so, ne? Ist wirklich so. Genauso wie Käse. Ich habe auch gedacht, ich habe in ziemlich vielen Rezepten Speck oder Bacon. Weil alles damit besser schmeckt. Ist so. Ist so. Dann habe ich zu aller guten Letzt hier noch ein bisschen Dill. Ja. Bei Dill und Erbsen finde ich passt super gut zusammen. Mhm. Und dann einfach, weil ich es bin, ohne geht's bei mir leider nicht. Zitrone. Zitronenabrieb. Das macht das Ganze noch ein bisschen fresh. Und? Wunderbar. Altes Handwerk. Von der Foodtruckerin modern interpretiert. Ein köstlich knuspriges Dinkel-Flatbread, belegt mit Erbsenpüree, Speck, Pilzen und Dill. Das ist auf jeden Fall schön knusprig. Muss es sein. Los, komm ran auf den Meter. Dankeschön. Ich liebe das, ne? Merci. So. Bin mir nicht gespannt, wie es euch schmeckt. Das lassen sich die beiden nicht zweimal sagen. Die Erbsenfetzen. Ja? Hm? Ich muss sagen, dass die letzten Tage meine Liebe zu Brot noch verstärkt haben. Ich habe Korn gemäht, ich war auf dem Mähdrescher einfach. Ich habe gesehen, wie viel Arbeit in Brot steckt. Und ich glaube, dass ich seitdem noch mehr wertschätze. Also bei euch habe ich gelernt, wie man das traditionell malt. Ich meine, ich möchte unbedingt so einen rustikalen Ofen haben. Das ist wirklich wunderschön. Und ich habe aber auch gesehen, dass man aus Korn eben nicht nur Brot backen kann, sondern eben auch hochwertigen Schnaps brennen kann. Und mit dem dann auch wunderbar kochen kann. Ich denke einfach, dass man dem Korn wieder mehr Wertschätzung gegenüberbringen sollte. Es muss viel weniger Brot weggeschmissen werden. Man muss einfach wissen, wie viel Arbeit in so einem kleinen, klitzekleinen Stück Weizen steckt. Und ich glaube, wenn wir das alle verinnerlichen, dann wird die Welt ein bisschen schöner. Richtig. Oder? Richtig, klar. Eigener Anspruch. Die Liebe zu Traditionen, Handwerkskunst und Respekt vor der Natur. Diese lange Reise der Foodtruckerin hat wieder einmal gezeigt, dass dies die besten Zutaten für gute Lebensmittel sind.